Also ich bin in einer Kirchenmusikerfamilie groß geworden. Das war mein einer Zugang zum Glauben. Der zweite Zugang zum Glauben war die evangelische Jugendarbeit. Ich war mal Vorsitzender der evangelischen Jugend in München lange Jahre. Also von daher ist meine Bindung zur Amtskirche eine alte. Ich war immer auch kirchlich engagiert. Bei den Berufenen wird ja so ein bisschen nach Bereichen unterschieden. Es gab immer schon einen Bereich, der, glaube ich, überschrieben ist mit dem Begriff Arbeit und Wirtschaft, wo aber eigentlich immer nur Arbeitgebervertreter berufen waren und jetzt eben erstmals mit mir ein Arbeitnehmervertreter. Ja, freue mich über diese Berufung und natürlich interessieren mich insbesondere all die Themen, die die Beschäftigten in der Kirche betreffen. Finanzen ist immer hochspannend, aber auch die Frage, wie es mit diesem PUC-Prozess weitergeht. Also überall, wo ich mich einbringen kann, versuche ich das. Die größte Herausforderung wird es sein, diesen PUC-Prozess dann auch irgendwann in absehbarer Zeit zu einem guten Ende zu führen. Ich kenne leider zu viele Diskussionen in evangelischen Gremien, die ewig dauern und kein wirkliches Ergebnis haben. In einer Zeit, in der wir noch keine finanzielle Not haben, sich mal Gedanken darüber zu machen, sind wir eigentlich überall richtig aufgestellt? Oder müssen wir uns auf bestimmte Dinge konzentrieren? Schleppen wir Dinge mit, die in der Vergangenheit gut waren, aber heute vielleicht nicht mehr? Und das in aller Ruhe und mit allen Beteiligten zu diskutieren. Diesen Ansatz von Profil und Konzentration finde ich ganz hervorragend. Es ist ja jetzt diskutiert worden über einen möglichen Verkauf von Wildbad Rodenburg, dann wieder rückgängig gemacht worden. Ich würde mir wünschen, dass die evangelischen Bildungsstätten, sowohl die in direkter eigener Trägerschaft als auch die in anderen Trägerschaften, sich mal wieder, muss man sagen, zusammensetzen und darüber diskutieren, wer von uns macht eigentlich was. Da gibt es zum Teil Dubletten, andere Themenbereiche sind nach meiner Wahrnehmung gar nicht abgedeckt. Wie schaut die Auslastung der einzelnen Häuser aus? Nach meiner Wahrnehmung gibt es kaum eine Bildungsstätte, wo nicht, was die Auslastung betrifft, noch ein bisschen Luft nach oben wäre. Und so etwas wie eine engere Zusammenarbeit, eine Kooperation zu vereinbaren. Vielleicht ließe sich auch mit gemeinsamen Anmeldungssoftware, mit gemeinsamen Beschaffungen sogar noch Geld sparen. Also Kirche ist, glaube ich, auch mit Staat nicht vergleichbar, weil Kirche einen ganz eigenen Auftrag hat, auch wenn die Bezahlung zum Teil ja an den öffentlichen Dienst angelehnt ist. Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, jetzt zum Beispiel darüber zu diskutieren, wie gehen wir nach der Öffnung der ACK-Klausel mit den Beschäftigten um, die zu uns kommen, aber nicht Mitglied einer christlichen Kirche sind. Wie gelingt es uns, die einzubinden? Wie gelingt es uns, die auch von unserem Auftrag, von unserer Botschaft zu überzeugen? Da, glaube ich, haben wir noch viel Arbeit vor uns. Ja, ich sehe da dringenden Reformbedarf und ich sage auch ganz offen, dass ich kein Freund des kirchlichen Arbeitsrechts, dieses sogenannten dritten Weges bin. Ich glaube, die Identifikation mit dem eigenen Arbeitgeber wäre höher, wenn man sich dem Betriebsverfassungsgesetz annähern würde. Aber das kirchliche Arbeitsrecht ist nun mal im Moment so, wie es ist. Aber es geht jetzt, gibt es jetzt einen Antrag zu dieser Synode, um die Frage, dürfen auch Beschäftigte, die nicht Mitglied einer christlichen Kirche sind, in die Mitarbeitervertretung gewählt werden. Da gibt es eine sehr differenzierte Stellungnahme des Landeskirchenrats dazu, der für und wider abwägt. Ich kann nur sagen, die Identifikation der Beschäftigten steigt, je enger sie eingebunden sind in alle Entscheidungsprozesse. Von daher kann ich nur dazu raten, nach Wegen zu suchen, wie dieses möglich ist. Und ja, was ich am sogenannten dritten Weg, dem Arbeitsrecht der Kirchen, nicht wirklich mag, auf der einen Seite sitzen die Beschäftigten und auf der anderen Seite die Juristen und Finanzer. Das ist nicht wirklich ein Verhandeln auf Augenhöhe. Die Diakonie macht eine ganz wunderbare und unglaublich notwendige Arbeit. Und gerade Herr Bamessel positioniert sich ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder in wünschenswerter Klarheit und Deutlichkeit. Was ich bei der Diskussion um diesen Sozialbericht der Staatsregierung vorgeworfen habe, war, dass sie aus meiner Sicht die Situation zu rosarot gemalt hat. Natürlich sind die Arbeitslosenzahlen, die Beschäftigtenzahlen in Bayern besser als in allen anderen Bundesländern. Aber das darf uns nicht dazu verleiten, zu übersehen, dass es auch in Bayern Armut gibt.
Herr Barmesel und jeder Beschäftigte in der Diakonie, könnte Hunderte, könnte Tausende von Beispielen nennen. Und um diese Menschen muss Diakonie sich kümmern, muss Caritas sich kümmern, aber auch der Staat muss sich um diese Menschen kümmern. Wir sehen mit Sorge, dass Altersarmut zunimmt, auch Altersarmut von Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, zunimmt. Und da war mir dieser Sozialbericht zu sehr rosarot.